Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zu Dungeon Rushers, ein Spiel von Goblins Studios, das ich euch vorstellen darf. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein witziges, also wirklich lustiges, sich nicht selber wirklich ernst nehmendes Crawler-Roleplaying-Game mit ja, leichten, rundenbasierenden, taktisch orientierten Kämpfen. Der Fokus liegt hier eindeutig allerdings auf dem Humor. Ich habe das Spiel schon mal angespielt, habe inzwischen auch hier alles nochmal zurückgesetzt und werde mit euch jetzt hier gemeinsam neu anfangen. Wir spielen den Elian oder Elian, ich verrate euch das noch nicht, der hat keinen Bock mehr auf seinen Job und wird deswegen zu einem Dungeon Crawler und wir tauchen jetzt mit ihm zusammen in diese absurde Fantasy-Welt ein. Elian hatte es satt. Den Einheitsbrei, das Hamsterrad, Work-Life-Balance wie im finsteren Mittelalter. Es stand ihm bis hier. Eines Morgens wachte er auf und beschloss, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er würde ein nobler Held werden, Verliese plündern und Gold scheffeln. Und so beginnt unsere Geschichte, unweit von Elians Dorf, vor einem alten Gemäuer, in dessen Gewölben es, Gerüchten zufolge, spukt. Jetzt gibt es wohl kein Zurück mehr. So nimm doch Vernunft an, Junge. Das Abenteurerleben ist's nichts für dich. Als Reinigungskraft bist du auf dem steilen Weg nach oben. Deine Toiletten funkeln wie sonst bei keinem. Und das willst du alles wegwerfen? Genau, das ist meine Absicht. Ich will High Life, Ruhm, Gold und Frauen. Verstehe, aber worauf wartest du dann? Gehst du nicht rein? Ich, verfeinere noch meine Strategie. Deine Strategie? Ha, dir schlottern doch die Knie. Ein Angsthase bist du. Ab mit mir an die Arbeit. Die Spülküche vermisst dich schon. Wie bitte? Niemand, und zwar absolut niemand, nennt mich einen Angsthasen. Ich geh da jetzt rein. Schade. Eigentlich ein netter Junge. So, also, das ist die Situation. Elian hat keinen Bock mehr quasi auf seine Karriere als Kloputzer und Tellerwäscher. Das scheint für ihn dann doch irgendwie nicht so zielführend zu sein. Und hat gerade eben mehr oder weniger gekündigt in dieser mittelalterlichen Fantasy-Welt und geht jetzt in seinen allerersten Dungeon. Hier geht's los. Am Anfang haben wir ein paar Tipps und Tricks immer noch so ein bisschen, wo uns das Spiel so ein bisschen erklärt wird. Es erschlägt einen nicht gleich am Anfang. Wir haben auch mehrere Fähigkeiten, die wir in den Kämpfen einsetzen können, aber die werden jetzt erst so nach und nach freigeschaltet und werden uns in der Regel auch immer schön erklärt. Das sind mal Tipps und Tricks. Der Chip in der Mitte steht für dein Team. Also wir haben jetzt hier wirklich so Vierecke, wo wir uns quasi Stück für Stück vorarbeiten müssen und dann Gänge entlang, wo wir vorher in der Regel noch nicht sehen, was drin ist. Und das ist immer unser Team. Bewegung. Wählen Sie ein benachbartes Feld. Also wenn ich dann hier gleich irgendwo draufklicke, bla bla bla. Werden wir jetzt gleich sehen. Und da oben haben wir auch noch unsere Fähigkeiten. Das erkläre ich jetzt einfach mal selbst. So, also wie gesagt, wenn ich jetzt hier so reinlaufe, wie ihr seht, in diese Richtung klicke, dann kann ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her laufen. Das ist sehr, sehr praktisch. Einfach immer schön mit Linksklick. Wenn ich jetzt hergehe und zum Beispiel hier draufklicke, das ist jetzt hier momentan unsere Party, in der wir momentan nur alleine sind mit dem Elian. Da sehen wir unsere Lebenspunkte. Da kann ich mal draufklicken. Unsere Aktionspunkte, sage ich jetzt mal. Und was das hier für Punkte sind, das wird wahrscheinlich Mana sein. Genau, da kann man sich denken. Also, ja, wir können bloß momentan noch nicht zaubern. Das ist der Punkt. Dann haben wir hier im Grunde so eine körperliche Resistenz. Das ist so eine magische Resistenz. Dann haben wir hier unseren Nahkampfschaden. Was das hier ist, muss ich ganz ehrlich passen. Hat mir das Spiel noch nicht erklärt. Dann haben wir hier noch irgendwie eine Beweglichkeit von 17, die ich auch noch nie habe benutzen müssen. Und dann haben wir eine 5%ige Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Und eine 5%ige Chance, Angriffen komplett zu entgehen durch Parieren bzw. Ausweichen. Wir sind nicht immun gegen irgendwas und wir haben auch keine weiteren Effekte. Starten mit 5 Heiltränken, mit 3 Mana-Tränken und einem kleinen Ausdauertrank oder Aktionspunktetrank. Dann haben wir noch theoretisch Fertigkeiten, die uns hier schon mal erklärt werden, die bei jedem erdenklichen Charakter, den wir hier dazu bekommen, andere
sein können und wahrscheinlich auch werden. Angefangen ist hier mit dem sogenannten Aufklärer, bringt Licht in anliegende Räume, die bis zu 2 Felder entfernt sind, kostet 3 Aktionspunkte. Und hier entschärft eine mechanische Falle. Wir sind also so eine Art Schurke, so eine Art Dieb oder wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall so in der Lage, Schlösser zu Licht bzw. Schlösser, also Fallen zu entschärfen. Und am Ende sind wir sogar noch ein Meisterschütze, das sieht man schon, wir sind auch eher so ein bisschen der Fernkämpfer. Kann zusätzlich zu einem Bogen eine Einhandwaffe tragen. Haha, das ist passiv, also das ist sozusagen unsere passive Fähigkeit. Normalerweise kann man das anscheinend nicht, wir können das aber. Und dann haben wir hier noch unsere 3 Fähigkeiten, von der wir am Anfang nur den Stich haben. Ein einfacher Angriff, der den Gegner schwächt. Also kostet den Gegner halt 6 Lebenspunkte, uns nichts. Wenn wir Pfeil und Bogen schießen, wie ihr seht, das ist der Präzisionspfeil. Ah, genau, das kostet, wenn wir das machen hier, uns 1 Punkt Mana. Schießt einen Pfeil auf einen beliebigen Gegner. Und was uns ebenfalls 1 Mana-Punkt kostet, ist die Giftklinge, die wir auch noch nicht benutzen können. Das wird erst freigeschaltet. Rammt dem Gegner eine vergiftete Klinge zwischen die Rippen und hat dann sozusagen einen Dot mit 2 Lebenspunktverlusten. Und so wie es aussieht, eine 40% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Gut, dann haben wir noch Talente. Ihr seht eine ganze Menge und so kann jeder Charakter unabhängig davon hier quasi ausgebaut werden. Wir haben jetzt hier den Schwertkämpfer-Tree, der hier zusammenkommt sogar noch mit dem Bogenschützen-Tree. Und unten haben wir noch den Waldläufer-Tree. Also im Grunde sind wir so eine Art Waldläufer sogar, der irgendwie Fallen entschärfen kann. Sei es drum. Wir könnten jetzt diese Fähigkeit hier benutzen. Bringt Licht in anliegende Räume. Benutze ich einfach mal, um es zu zeigen. So, und dadurch haben wir jetzt hier quasi schon mal ein bisschen vorausgespäht. Das hat uns jetzt hier 3 Punkte gekostet, wie wir hier sehen. Das heißt, wir können das nicht unendlich oft in solchen Dungeons benutzen. Da müssten wir erstmal Möglichkeiten finden, das wieder aufzufrischen. So, wir gehen jetzt dahin und da haben wir schon unseren ersten Gegner. Ein Skelettkrieger. Ein Mensch in unseren staubwürdigen Hallen. Verkrümel dich. Du machst ja alles ganz sauber mit deinen frisch gewaschenen Händen. Ein Skelett, wenn ich mich da nur irgendwie dran vorbeischleichen könnte. Dich vorbeischleichen? An mir? Dich hört man ja 10 Meilen gegen den Wind. Ohne die nötigen Fähigkeiten kommst du um einen Kampf nicht herum. Du nimmst jetzt besser die Beine in die Hand. Ich soll abhauen? Vergiss es. Sprich dein letztes Gebet, du unheiliges Dingsbums. Da gefriert einem ja das Mark in den Knochen. Der Knirps stürzt sich allen Ernstes auf mich. So, und jetzt geht der Kampf los. Also, wir sehen, das ist ein Skelett, Stufe 1. Ich habe keine Kompetenzen, die ich irgendwie auf das Monster schon irgendwie anwenden könnte. Es ist immun gegen Blutung, was auch irgendwie Sinn ergibt. So, und das ist jetzt hier der Kampf. Wie gesagt, da unten die Kampfinformation. Das da oben ist die Kampfreihenfolge. Wir sind zuerst dran. Und da unten hätten wir noch das Kampfgeschehen. Ups, das ist nicht das, was ich wollte. Achso, der Kampflog. Es wurde ja noch nicht gekämpft. Hier unten könnte ich jetzt hier meine Tränke benutzen. Ich könnte jetzt hier die Verteidigung aktivieren. Dann würde ich mich so um 100% sogar verteidigen, falls das Parieren klappt. Und die Position zweier Charaktere tauschen könnte ich dann auch noch. Tue ich jetzt allerdings nicht. Ich wähle jetzt hier einfach mal den Stich aus und haue jetzt mal dem Skelett eine drauf. Das hat ein paar Lebenspunkte verloren, deutlich mehr als wir. Und so kämpfen wir es jetzt nieder. Wie gesagt, ist aber auch noch Tutorial-Phase. Darf man sich jetzt nicht wundern, dass das so gut geklappt hat. Wir bekamen jetzt 20 Erfahrungspunkte für einen potenziellen Stufenaufstieg und ein bisschen Loot. Ein eisernes Schwert, mit dem wir hier sehen können, dass es jetzt schon recht gute Werte hat. Und ein bisschen Gold. So, Tipps und Tricks. Du hast bei diesem Skelettkrieger ein Schwert gefunden. Klicke auf Elians Porträt, um das Inventar zu öffnen. Das machen wir. Und da sehen wir, was wir momentan als Waffe drin haben. Wir haben als Waffe momentan die Scheuerbürste des Tellerwäschers. Das ist schon bitter. Ein Andenken an ein anderes Leben. Ja, dann wird es wohl Zeit, dass wir das jetzt mal austauschen. Wir haben ein Skelett mit einer Scheuerbürste besiegt. Ja, und so geht's weiter in diesem Spiel, meine Damen und Herren. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier finden. Ah, wir haben einen Knochenhaufen gefunden. Können den untersuchen. Und bekommen als Beute hier Eisen. Das ist Crafting-Material. Crafting gibt es auch. Asche sowie Schädel. So, dann können wir jetzt hier zurückgehen. Ich kann auch einfach hier hinklicken. Dann springt er automatisch in diese Richtung. Und ja, so crawlen wir uns jetzt hier durch diesen Dungeon. Noch ein Skelett. Irgendwie sehen die alle gleich aus. En garde. Boah,
Nicht noch so ein Bengel, der sich für einen Abenteurer hält. Kann man nicht mal im Leben ungestört herumspucken? Mann, Mann, Mann! Ach, spar dir die Spucke. Ich meine, spar dir was auch immer. Hey, wieso kannst du überhaupt reden? Na egal. Jedenfalls, stirb! Echt jetzt? Noch nie was von Ruhe in Frieden gehört? Oh ja, wie gesagt, das Ganze wird noch ein bisschen absurder von den Texten. Ja, ich persönlich finde sowas sehr lustig. So, wir sind dran und ja, das Skelett ist im Grunde genau das gleiche wie zuvor. Da kann man im Grunde nochmal so ein bisschen vertiefen, was man bereits schon gelernt hat. Und haben jetzt hier auch diesen Kampf hier gewonnen. Nochmal 20 XP gewonnen. Und gehen weiter. Hoch. Finden jetzt hier nochmal ein Ereignis. Regenerierung, Leben. Oh yeah, 2 Lebenspunkte gewonnen. Das klingt jetzt nicht viel, aber kann durchaus den Unterschied machen. Noch ein Skelett. Sieht aber irgendwie anders aus als die anderen. Hm, muss wohl der Boss hier sein. Abteilungsleiter, wenn ich bitten darf. Du veranstaltest hier also diesen ganzen Aufstand? Dir ist hoffentlich bewusst, dass ich dich deshalb der Geschäftsführung melden muss. Ach ja, und umbringen muss ich dich außerdem. Ihr seht jetzt, wohin die Reise geht hier mit dem Humor des Spiels. Ich finde es putzig. Du machst mir keine Angst, du Klappergerippe. Dich werde ich lehren, die Ruhe der Toten nicht zu stören. So, jetzt haben wir zum allerersten Mal quasi hier einen etwas interessanteren Kampf mit einem Monster. Wir sehen es jetzt gleich, der Kollege ist immun gegen Rüstungsbruch und auch gegen Blutung, weil er ein Skelettmagier ist, außerdem hat er noch einen Knochenhaufen. Und dieser Knochenhaufen ist nicht wirklich ein Gegner, der ist einfach nur vor ihm und blockiert ihn. Deswegen sagt er jetzt, du kommst nicht an mich heran. So. Dann muss ich wohl meinen Bogen benutzen. Also wir könnten das Ding jetzt hier natürlich niedermetzeln, allerdings wird es eine ganze Weile dauern, beziehungsweise einen Schlag. Und ihr seht jetzt quasi, dass er jetzt hier im, ja, dadurch in der Zeit einfach eine freie Aktion gegen uns hätte. Und das muss ja nicht sein. Wir haben jetzt hier den Präzisionspfeil freigeschaltet und können es gezielt auf ihn da hinten schießen und ihn dadurch mit 2 Schuss wegballern, wie ihr seht. Also da fängt jetzt hier quasi schon so das taktische Element des Gameplays an. Bleibt allerdings natürlich immer noch überschaubar. So, wir haben ein bisschen Gold bekommen, noch ein bisschen XP und sind damit jetzt mit diesem Dungeon weitgehend fertig. So, wir haben den Schatz des Dungeons gefunden, können jetzt sagen, nee, ich will mich lieber noch mal ein bisschen umgucken, weil sobald wir ihn jetzt quasi plündern und weiterziehen heißt jetzt nicht, dass ich dann hier rumlaufen darf, sondern weiterziehen heißt, ich ziehe von diesem Dungeon weg. So, genau, und es gibt in jedem Dungeon unterschiedliche Herausforderungen, die man jetzt sieht. Hier ist zum Beispiel die Herausforderung gewesen, alle Monster töten, alle Ereignisse auslösen. Das sind zum Beispiel diese Räume gewesen, wo man diese Sachen quasi bekommen hat, wie zum Beispiel Regeneration und dergleichen. Und maximal 3 Kompetenzen. Was das jetzt zu bedeuten hat, ist jetzt natürlich ein bisschen fragwürdig, denn wir haben ja noch gar keine, ne? Also es ist schwierig, dieses hier nicht zu schaffen, sage ich jetzt mal. Gut, wir haben 10 Gold bekommen, nochmal ein bisschen Wasser und Hopfen. Das schreit so ein bisschen nach Bier. Und jetzt sind wir auf der globalen Karte angelangt. So, kommen jetzt hier zur geheimen Taverne. Ziel, findet den Schatz. Herausforderung, maximal 3 Tränke darf ich benutzen, ich darf keine Falle auslösen und Verlies soll zu 100% erforscht werden. Es gibt einen Schatz mit 3 Gegenständen und 15 Gold darin. Ja, dann würde ich mal sagen, Attacke. Allerdings gibt es jetzt erstmal nochmal ein bisschen Text. Beflügelt von seinem ersten Erfolg verlässt unser junger Freund Elian sein Dorf und macht sich in der weiten Welt auf die Suche nach Ruhm und Reichtum. Es dauert nicht lange, da findet er sich vor den Toren eines verlassenen Verlieses wieder. Also irgendwas ist komisch. Ich muss mich wohl getäuscht haben. Sieh da, Entschuldigung, sagen Sie mal, das hier ist doch ein verlassenes Verlies, oder? Was macht denn dann eine Taverne hier? Erklärt sich das nicht von selbst? Wir machen hier den Ausschank. Also, was darf es sein? Wir mögen keine Touristen, die nichts kaufen. Allein die Bilder finde ich so geil.
Um ehrlich zu sein, wollte ich in das Verlies vordringen und mir die Taschen mit Gold vollschaufeln. Mir hat keiner gesagt, dass schon längst jemand hier war. Immer mit der Ruhe. Die ersten Abenteurer, die auf dieses Verlies stießen, hielten es für profitabler, direkt davor eine kleine Taverne aufzumachen, anstatt drinnen für ein paar magere Münzen ihr Leben zu riskieren. Soll das heißen, dass hinter diesen Mauern noch immer irgendwo ein Schatz liegt? Ich werde ihn suchen und finden und mich dann vielleicht doch eher zur Ruhe setzen als geplant. Du bist ziemlich optimistisch. Einen ganzen Haufen grünschnäbliger, mächtiger Abenteurer ist vor dir da reinmarschiert und wurde nie wieder gesehen. Deshalb wird der Schatz auch nie geplündert. Also, das hat was mit natürlicher Selektion zu tun, verstehst du? Leute mit Grips verstehen, dass es hier außer gutem Bier nichts zu holen gibt. Der Rest stirbt da drin für ein paar müde Münzen. In anderen Worten, allein hast du keine Chance. Dann komm du doch einfach mit mir. Du siehst mir wie ein gestandener Abenteurer aus. Bist du denn kein bisschen neugierig, was in diesem Gemäuer so alles versteckt sein könnte? Ich bin kein Abenteurer. Ich bin Thorgrim, der beste Buchhalter des Landes. Ich bin Elian und du bist also Buchhalter? Mit Kriegshammer und Rüstung? Täusch dich nicht, es ist ein gefährlicher Beruf. Einen Buchhalter könnte ich gut gebrauchen. Ich verspreche dir, wenn du mit mir kommst, auch nur ganz kurz, werde ich dich reichlich belohnen. Du bietest mir Arbeit an? Da kann ich wohl nicht Nein sagen. Keine Sorge, wir werden hier rauskommen. Wenn wir hier rauskommen, sind wir stinkreich. Hey, wenn die Herrschaften dann bitte ihre Rechnung begleichen würden? Lauf! Der Zwerg will also. Der Zwerg ist Buchhalter und möchte die sozusagen jetzt hier die Rechnung nicht bezahlen. Er möchte quasi ein Zechbreller werden, alles klar. Thorgrim ist deinem Team beigetreten da drüben. Und jetzt sind wir auch schon im Dungeon drin. Und ihr seht jetzt hier, der hat auch mehr Lebenspunkte, hat auch mehr Aktionspunkte, obwohl er auch nur Level 1 ist. Wir sehen es jetzt hier, das ist jetzt hier unser guter Thorgrim. Und der macht allerdings, so wie es aussieht, ein bisschen weniger Schaden als wir. Ist auch weniger beweglich als wir, hat eine geringere Crit-Chance, allerdings eine bessere Verteidigung, wie wir hier sehen. Fertigkeiten hat er Buchhalter-Spürsinn, deckt einen Raum auf, in dem es etwas zu plündern gibt. Kann auch die Schatzkammer sein. Also ist einfach irgendwie irgendein Raum, wo was Positives für uns passieren kann. Ich gehe voran, hat er, löst eine Falle aus und erleidet fürs Team tapfer ihren Effekt. Also man kann entweder eine Falle entschärfen oder wenn man diese nötigen Ausdauerpunkte nicht mehr hat, um das zu tun in einem Dungeon, dann kann man auch einfach sagen, Thorgrim geht voran und steckt's einfach ein. Also ein wahrer Tank, dieser Buchhalter. Dann haben wir hier diese zwergische Trinkfestigkeit, wird nach dem Genuss von Bier nicht betrunken und haben wir alles noch nicht freigeschaltet, müssten wir es noch freischalten. Und dann haben wir noch Fähigkeiten im Kampf, der Hammerschlag, ein mächtiger Schlag mit dem Hammer. Dann haben wir Thors Rache, ein energiegeladener, mächtiger Schlag mit dem Hammer. Verursacht hier diese komischen Dings da, Effektschadenspunkte. Also das werden wohl irgendwelche Schadenspunkte sein. Allerdings kann es auch einen Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% bewusstlos machen. Das heißt, er würde eine Runde aussetzen. Und als letztes hätte er dann noch den Wirbelsturm im Angebot. Macht nur 3 Schaden, kostet auch ein Mana, genauso wie auch Thors Rache. Wirbelt auf den Gegner zu und fügt der gesamten Frontlinie Schaden zu. Seine Talente sehen ebenfalls anders aus und er kann jetzt hier also Kriegstreiber machen, da seht ihr quasi, das ist auch so ein Nahkampfskill, dann hat er Zäher Brocken, das ist für ihn so der Tanks-Tree, wo er einfach, einfach besser tanken kann. Und hier haben wir quasi der Schatzjäger, hier würden wir dann sozusagen seine Trinkfestigkeit bekommen und danach dann reduzierten Kosten, wie zum Beispiel für Ich gehe voran, also er würde dadurch weniger bezahlen müssen, wenn er den Schaden einsteckt. So, jetzt legen wir mal weiter hier los. Wir gehen jetzt hier so rein und durchsuchen Ludanjin und finden hier gleich einen Skelettkrieger. Den metzeln wir schnell nieder. So, wir sind zum Glück auch als allererstes gleich mit allem dran. Hallo? Klicken und angreifen.
So, und jetzt sehen wir gleich, dass wir weniger Schaden machen, denn diese Viecher haben einen Punkt Rüstung, wie ihr seht. Und dadurch schaffen wir es leider nicht, jetzt hier dieses Skelett vor seinem endgültigen Ableben hier, ja, niederzumetzeln. So. Geschafft. XP und Beute. Wir haben auch gesehen, dass Thorgrim schon mit ein paar XP kommt. Und da haben wir einen Skelettmagier. Und so geht das ganze Spielchen ein bisschen weiter. Ich habe das schon ein bisschen weiter getrieben hier. Und das ist einfach sehr, sehr lustig, sage ich jetzt mal auf Dauer. Bams. Und schon gewonnen. Und natürlich wird die Party immer größer. Wir können dann bis zu, glaube ich, 6 Partymitglieder haben, mit denen wir dann hier die Dungeons unsicher machen. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen wegen häuslichen Arbeiten. So, Skelettkrieger und Skelettmagier. So, ich würde mal sagen, daher wir sowieso nicht mit allen klarkommen, entscheide ich mich quasi hier für diese Strategie. Der Skelettmagier muss schnell weg, sonst schießt der zu oft auf uns. Au, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ich nehme wohl besser einen Trank. Ja, jetzt sollte ich einen Trank nehmen. So macht man das, wie man hier sieht, trinken. Und dadurch haben wir jetzt hier wieder 10 Lebenspunkte gewonnen. Bams. Jetzt ist wieder der Skeletterich dran. Und wir können jetzt hier diesen Typen da hinten wegknallen. Haben wir auch nochmal gesehen, wie man das jetzt hier benutzt. Zack. Und nochmal ein Knochen. Ja, yeah, nützlich in der Werkstatt. Was ist da hinten drin? Ominös. Also das ist die Ominös, ne? Also ihr versteht schon. Willkommen, Fremder. Hallo, was machen Sie denn hier? Och, ich bin nur eine selbstlose Wohltäterin. Ich helfe jungen Abenteurern. Das geht voll auf die Stimme. Denn es ist ja gefährlich hier, so Mutterseelen allein. Nicht wahr? Hier, für Sie. Ominös überreicht dir einen Trank. Danke. Was schulde ich Ihnen? Ach, sehen Sie es als kleinen Beitrag zu Ihrem noblen Unterfangen. Gehen Sie nur weiter. Viel Glück. Seltsame Person. Stimmt, aber immerhin haben wir einen Trank bekommen. Juhu, Heiltrank bekommen, den wir gerade eben mehr oder weniger ausgegeben haben. Das Spiel hat es, glaube ich, schon darauf abgesehen gehabt, dass wir an dieser Stelle jetzt hier einen Heiltrank benutzen werden müssen. Wenn das wirklich der Fall ist, von den Entwicklern sehr, sehr gut durchdacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aua, was war das? So, wir haben eine Falle entdeckt. Eine Falle. Aber ein kluges Bürschchen wie du kann Fallen bestimmt aufspüren und schärfen, oder? Wäre es nicht einfacher, drumherum zu laufen? Nichts da. Wenn eine Falle im Weg liegt, entschärft man sie entweder oder man löst sie aus. Ist so. Na schön. So, ja, also wie gesagt, der Zwerg hat also seine ganz, ganz eigene Einstellung zu dem Thema. Vergiftete Falle, mechanische Falle. Des einen Speis ist des anderen Niedergang. Ziel 2 Charaktere, Schaden 1. Also wenn wir da jetzt reintappen würden, würden wir erstmal einen Punkt Schaden bekommen. Und das über zwei Runden, zwei Schaden, und danach noch 2 Schaden pro Runde. Und das für insgesamt 3 Runden, also insgesamt 7 Schaden pro Spieler, ist schon eine ganze Menge. Ich kann jetzt also hier mit meinem Saboteur die Falle entschärfen oder ich kann mit Thorgrim einfach die Falle tapfer auslösen. Das würde aber bedeuten, dass er all diese Effekte hier erleiden würde. Allerdings würde es dann nur er erleiden. Natürlich entschärfe ich sie. Hat mich jetzt hier ein paar Aktionspunkte gekostet und damit ist die Falle jetzt weg. Und damit haben wir jetzt hier einen Lanzenbrecher als Gegner. Und ihr seht schon, hier sind wir schon mal so ein bisschen angeschlagen. Und der Lanzenbrecher, ihr seht, der hat richtig tough Rüstung. Der hält mehr aus als wir. Nur 3 Schaden, also der hat auf jeden Fall 4 Rüstung. Das Monster hat eine ziemlich solide Rüstung. Da muss ein magischer Angriff her. Bei Thors Donner! Jetzt bekommen wir Thors Rache freigeschaltet bei Thorgrim. Und das ist jetzt hier dieser Schlag hier. Da machen wir jetzt also quasi... Ja, im Grunde ist was wie magischer Schaden, nehme ich jetzt mal an, wird dieses komische Gekringele sein. Steht da leider kein Tooltip dran. So, hier können wir nur so weitermachen und hauen ihn jetzt hier einfach platt. Wir hatten übrigens hier einen negativen Effekt auf uns. Unsere Rüstung
Also beziehungsweise unsere physische Resistenz war ein bisschen reduziert. Und wir stehen jetzt kurz vor einem Level-Up. So, dann gehen wir mal weiter. Sieht überhaupt nicht aus wie eine Schatzkammer. Die Fässer da drüben, die können nicht besonders alt sein. Ist doch egal. Hier, ich habe die Schatztruhe gefunden, aber... Aber da ist ja überhaupt fast nichts drin. Ich frage mich, ob... Nur ein paar Münzen und einen Haufen Papier. Oh, schau mal, auf dem hier steht dein Name drauf. Beim bartlosen Gnom. Genau wie ich befürchtet hatte. Das hier ist der Vorratskeller der Taverne. Und was du da in der Hand hast, ist mein Schuldzettel. Aber wie? Und echt? Du hast hier für 2000 Goldstücke anschreiben lassen? Schnell, wir sammeln alles ein und machen uns aus dem Staub, ehe uns jemand bemerkt. Unschuldig gucken! So, so viel dazu. Wir haben also nicht wirklich einen Dungeon geplündert, sondern wir haben lediglich den Keller der Taverne geplündert und damit jetzt auch Thorgrim von seinen Schulden erlöst. So, meine lieben Freunde, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir können jetzt hier gleich noch weitergehen in Richtung den in den tiefsten Tiefen der Taverne. Da geht's natürlich noch weiter. Also es gibt, ihr seht mal, also das ist eine riesige Taverne, die geht von da bis da. Die hat auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, viel Kundschaft, wenn die eine so große Fläche einnimmt. Und ich möchte mal kurz mal gucken, also so groß ist hier diese Welt. Ich finde das Spiel sehr, sehr liebevoll gestaltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Spiel. Wenn es euch gefällt, dann zeigt mir das Ganze doch mal mit eurem Däumchen. Das ist sogar etwas, wo ich sage, das könnte man sogar noch ein bisschen weiter daddeln. Hängt natürlich auch wieder davon ab, ne, wie viele Leute von euch es gut finden. In dem Sinne, Däumchen hoch, wenn es euch gefällt, wenn ihr wollt, dass es noch ein bisschen weiterläuft. Und ansonsten findet ihr alle Informationen, wo ihr das Spiel, oder ja, es ist auf Steam zu erhalten, unten in der Videobeschreibung, falls ihr es euch mal selber näher persönlich anschauen wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wenn nicht, dann bis in naher Zukunft woanders. Tschüss und Ade.